von unserer Rundfahrtleiterin Vera Hohlfels. Sie werden sich zunächst einschreiben in die offizielle Einschreibliste bei Fritz Klima. Anfang macht Therese Klein. Tradition verpflichtet, die internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen verspricht auch bei ihrer 26. Auflage zu einem Glanzpunkt im Thüringer Sportkalender zu werden. Einige Wochen vor ihrem Saisonhöhepunkt, den Straßenweltmeisterschaften in Florenz und der Toskana, trifft sich die Weltelite des Frauenradsports zur Generalprobe auf Thüringens Straßen. Fahrerinnen aus 16 Mannschaften, darunter 10 Top-10-Teams der aktuellen Weltrangliste, 4 Nationalteams und 2 Amateurmannschaften, stellen sich zur Teampräsentation in Schleusing, ehe das 7-Etappen-Rennen mit der 60-Kilometer-Runde rund um Schleusing eröffnet wird. Nach dem Abstecher nach Südthüringen rollt die Tour Feminine Thuringia über insgesamt 637 Kilometer auf den traditionellen Klassikerstraßen durch Ostthüringen. 6 weitere selektive Runden um die Start- und Zielstädte Hermsdorf, Schleiz, Gera, Altenburg, Schmölln und Zeulenroda, wo das Finale steigt, versprechen hochklassigen Sport und dramatische Rennen. Mit dabei auch der schon legendäre Abstecher nach Sachsen mit der steilen Wand in Merane. Nach Auffassung der Rundfahrtleiterin Vera Hohlfeld, die als zweifache Etappensiegerin und Gesamtzweite in den 90er Jahren selbst zu den Hauptdarstellerinnen der Thüringen-Runde zählte, sind die selektiven Etappen in diesem Jahr alle schwierig. Rund um Schleiz sei mit vielen Anstiegen sicher eine Königsetappe. Und nach den anspruchsvollen Schmöllenrunden warte auf der Schlussetappe um Zollenroda noch 4-mal der Dörtendorfer Berg als Scharfrichter. Für Spannung ist also gesorgt. Die Hoffnungen der Tourleiterin ruhen in diesem Jahr natürlich wieder auf ihrem Team Max Solar Stevens Women Cycling, in dessen zweiter Saison. Siegchancen rechnet man sich eher weniger aus. Achtungserfolge werden von den jungen Mädels jedoch erwartet. Die Thüringerin Hanka Kupfernagel käme da sicherlich schon eher in Frage, wenn es um Etappensiege und den Gewinn von Wertungstrikots geht. Wertungstrikots, dazu noch die beste Amateurfahrerin. 5, 4, 3, 2, 1, Stadtwein durch den Bürgermeister. Um 16 Uhr gab Schleusingens Bürgermeister Klaus Brotführer den Startschuss und 92 Teilnehmerinnen nahmen die 26. Austragung der Thüringen-Rundfahrt der Frauen vom Schleusiger Markt unter die schmalen Reifen. Mit der ersten Etappe überhaupt.
Die drei teilnehmenden vormaligen Gesamtsiegerinnen, die schon bei der Teampräsentation viel Interesse erregten, gehörten auf der ersten Etappe über 64 Kilometer zu den Animateurinnen. Hanga Kupfernagel, Siegerin in Thüringen 1999, setzte sich nahe Gerhardsgereuth bei der zweiten von drei Bergwertungen durch und belegte in der Wertung um das schwarz-gelbe Opel-Berg-Trikot den zweiten Platz hinter der amtierenden Luxemburger Meisterin Christine Majerus. Emma Johansson, die Siegerin von 2011, holt sich hier drei wichtige Punkte und auch 3 Sekunden Zeitbonifikation. Siegerin und damit erste Trägerin des gelben Sparkassentrikots der Ausgabe 2013 wurde Emma Johansson vor Elisabeth Armstead und Annemiek van Vleuten. Rund um Hermsdorf, wo die Thüringen-Rundfahrt der Frauen nach 10 Jahren wieder Station machte, schien sich bei hochsommerlichen Temperaturen an die 30 Grad Celsius lange keine Fahrerin entschließen zu können, einen Ausreißversuch zu wagen.
eine Minute bzw. einen Punkt und eine Sekunde Zeitqualifikation. Eine Minute wird es nicht mehr sein, aber wir werden gleich den Zeitabstand hier analysieren. Vorne das gelbe Trikot von Emma Johansson. Emma Johansson, ganz knapp vor Annemiek van Vleuten, der Trägerin des... 6 Kilometer vor dem Ziel bildete sich durch einen Sturz im Feld eine 16-köpfige Spitzengruppe, die jedoch darauf verzichtete, aus dem Sturz Kapital zu schlagen. Im Massensprint auf der 400 Meter langen Zielgeraden in der Naumburger Straße erwiesen sich die Beine von Carmen Small aus Durango, Colorado als die schnellsten. Alle kämpfen hier mit! Und vorne ein blankes Trikot. Und da ist es. Die 11. Lululemon. Carmen Small, Vereinigte Staaten von Amerika. Trotz wieder heißen Temperaturen setzte es die ersten Attacken quasi mit dem scharfen Start in Gürkwitz. Weder Einzelfahrer noch Gruppen konnten sich jedoch absetzen, weil das Feld stets sofort reagierte. Die Königsetappe der 26. Thüringen-Rundfahrt der Frauen rund um Schleiz geht an die Gesamtzweite Annemiek van Vleuten vor der alten und neuen Trägerin des gelben Sparkassentrikots der Gesamtführenden Emma Johansson und Valentina Scandolara. We'll be right back.
Einzelzeitfahren in Gera zur vierten Etappe der Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Dem 21 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Gera erwies sich Sarah Gillow als stärkste Fahrerin. Mit 28 Minuten und 52 Sekunden und einem Mittel von 43,65 Kilometer pro Stunde war sie 35 Sekunden schneller als Ellen van Dijk und 39 Sekunden schneller als Emma Johansson. Vierte wurde Tatjana Guderzo. Meine Damen und Herren, die Rundfahrt-Siegerin 2011, schwedische Meisterin im Einzelzeitfahren, Siegerin der Zeit. 5, 4, 3, 2, 1! Und schauen Sie mal, wer da hinten eingeflogen kommt. Nee. 35,45 und hier ist Trixi Worak. In 10 Sekunden und die 5 zählen wir gemeinsam runter. 5, 4, 3, 2, 1. Startfrei zur 5. Etappe. Auch heute wieder gibt es wie die beste Amateurfahrerin 200 Euro zu gewinnen. Rund um Altenburg eine Etappe, die auch mitten durch die historische Innenstadt führt. Position nach vorne. Das ist Hanka Kupfernagel, die achtfache Weltmeisterin, die sich 3 Punkte und 3 Sekunden sichert. Dahinter das Gelbe von Emma Johansson. Alle 41 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft waren eindeutig vorne und einen hohen Wiedererkennungswert. Ich habe schon gesagt, die
den Coach der Cipollini-Mannschaft, die 75 Jahre auf Rang Nummer 3 mit einem Punkt und einer Sekunde Schweiz-Bundesliga-Aktion. Und das war Valentina Svendolana aus ihrem schon auf dem Podium. Aus einem Körper der Mannschaft aus der Küchenwelt. Aber die erste Zugangsphase, das war eine ganz klare Angelegenheit für sie. Hartmann-Kupfer-Weigel. Charlotte Decker und Bianca Schlitzmeier. Ein wenig herrschte rund um Altenburg verkehrte Welt. Nicht Ausreise, für die die Gesamtwertung keine Bedeutung hat, bildeten eine Spitzengruppe und wurden vom Feld mit den Spitzenreiterinnen des Gesamtklassements kontrolliert. Vielmehr waren fast alle Top 10 in einer Ausreisegruppe vertreten, die sich nach unruhigem Beginn im Anstieg zur ersten Bergwertung in Starkenberg bei Kilometer 36 gebildet hatte. Auf der ersten 25-Kilometer-Schleife schien nur einmal eine dreiköpfige Ausreisegruppe zu bilden, die jedoch nicht entscheidend wegkam. Der Effekt war deshalb, dass das Feld sich immer länger auseinanderzog. Bei der schnellsten Etappe der diesjährigen Thüringen-Rundfahrt der Frauen betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit der Siegerzeit 40,5 km/h. In 2 Stunden und 28 Minuten legte die Trägerin des gelben Sparkassentrikots der Gesamtführenden die 4 Runden von insgesamt 98 Kilometer rund um Altenburg zurück. Emma Johansson verwies Lucinda Brandt und Valentina Scandolara auf die Plätze. Die steile Wand von Merane, der einzige Abstecher in diesem Jahr, der die Thüringen-Rundfahrt der Frauen nach Sachsen führt. Ein wenig Tour de France-Atmosphäre am Berg. Oh!
Kräfte und Zeitzuschriften für das Sprinttrikot von Herbert Ziegen. Warum ist das klar? 54 und 21, 15 Sekunden Vorsprung für die Führende. Und Rudi Kasper, ich habe es vorhin gesagt, fährt hier seit dem Giro d'Italia mit gebrochenen Rippen. Respekt für die Bundesvollmannsfahrerin aus Deutschland. Anders als bei den späten Starts an den Vortagen wurde es zum Rennende hin diesmal nicht etwas kühler, sondern deutlich heißer. Die Fahrerinnen hatten deshalb außer mit der Konkurrenz auch mit der Hitze zu tun und zum Sieg war es nötiger denn je, seine Kräfte gut einzuteilen. Am besten gelang das Valentina Scandolara, die genug Reserven für eine Solofahrt auf den letzten Kilometern hatte. Die war voriges Jahr hier auf Platz 3 eingefahren. Nein, es ist Rang 3. Und hier kommt Emma. Hier war unser Ziel. Da muss es doch einen Defekt oder einen Sturz gegeben haben. Das ist der Dürtendorfer Berg, auch bekannt als Hankerberg. Viermal müssen die Fahrer an diesem letzten heißen Tag der Thüringen-Rundfahrt den Berg erklimmen. Dreimal davon gibt es Wertungspunkte. Thank you.
Zwischen den Durchfahrten heißt es für die Zuschauer warten. Und wieder ist Warten angesagt. In der zweiten Rennhälfte ließ das Tempo keinerlei Ausreißer mehr zu, bis Tatjana Guderzo in der Abfahrt vom Dürtendorfer Berg nach seiner letzten Überquerung ihr Heil in der Flucht suchte. Die Attacke schien die übrigen Fahrerinnen der noch etwa 20-köpfigen Spitzengruppe sehr zu überraschen. Man schien sich auf eine Massenankunft eingestellt zu haben, denn binnen kürzester Zeit fuhr sie 20 Sekunden Vorsprung heraus und hielt diesen bis zur Ziellinie. Gratulationen! Und hier geht's um Platz 2 und 3. Renner, Lisa Renner auf Platz 2 und die 61. Das . 2005 verunglückte bei einer Trainingsfahrt zu einer Etappe der Thüringen-Rundfahrt in Zeulenroda die australische Fahrerin Amy Gillett tödlich. Der ihr gewidmete Sonderpreis geht 2013 an Hanka Kupfernagel. Den Amy Gillett Gedächtnispreis überreicht jetzt Heike Taubert, Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit. Und Sport selbstverständlich.
sehr geehrt, dass ich diesen Preis hier entgegennehmen darf. Und es ist natürlich schon eine Weile her, aber wir denken jedes Jahr dran. Der Gedenkstein ausgangs Zollenroda erinnert uns dran, dass hier dieses schlimme Unglück passiert ist. Und ich glaube, es ist auch ein Moment, wo man dran denken kann, wie vergänglich doch das Leben ist und wie schnell das alles vorbei sein kann. Und aber auch, dass jeder ist ja ein Autofahrer hier von uns, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt im Verkehr. Da kann man wirklich jeden Tag mal drüber nachdenken. Und ja, wir sollten jeden Tag schätzen, denn das Leben ist schön und wir müssen jeden Tag nutzen. Und ich freue mich, hier wieder mal in Zollenroda ganz oben zu stehen und hoffe, dass wir noch viele, viele schöne Rundfahrten erleben. Und ganz großes Lob an dieses Publikum. Ich freue mich immer wieder in Thüringen zu sein. Danke. Die Wertung der Amateurfahrerinnen vor der Profis. Meisterin Andrea Kraus. Bernhard Rieder, der Staatssekretär im Thüringer Innenministerium, nimmt die Ehrungen vor. Marin. Benzingeld für Andrea. Zweitbeste aus Gera, sie hat es nicht allzu weit. Hier ist Beate Zanner vom Max Solar Stevens Team. Sie hat ihre fünfte Rundfahrt zwei belohnt. Und sie ist auch in der Endabrechnung vorne im Gesamtklassement Emicure Australien, unsere Nummer 1 als beste Amateurfahrerin. Deutsche Zeitvermeisterin geworden vom Team Specialized Lululemon, Platz 3 der Rundfahrt, Lisa Brennauer. Es gratulieren Rainer Spanner, Brennstoffhandelsspanner und Ralf. Und diesen zweiten Platz hat sie immer weiter behalten, bis hierher, bis ins Ziel nach Zollenroda. Hier ist die australische Zeitvermeisterin Shara Gillow. Gründer und langjähriger Rundfahrtleiter der Thüringen Rundfahrt und noch einmal der Braumeister des Brauhaus Saalfeld. Unsere Gesamtsiegerin, hier ist sie. Zum zweiten Mal hat sie die Krone auf. Nach 2011 Rundfahrtsiegerin 2013 der 26. internationalen Thüringen Rundfahrt, Emma Johansson, Schweden. Mit der Luftgitarre. Yeah, like honestly today for sure I could have done another lap because the game was
Im Prinzip könnte ich noch eine Weile weiterfahren. Die Führung am ersten Tag zu bekommen und über 7 Tage zu halten, ist auch ein Erfolg des Teams. Und es ist erstaunlich, dass das funktionierte. Ja, es war auf jeden Fall nicht klar von Anfang an, dass für mich gefahren wird, aber nachdem ich dann nach dem Zeitfahren einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht hatte, habe ich mir echt gedacht, also für mich wäre es ein riesengroßer Erfolg, wenn ich hier aufs Treppchen fahren könnte. Und ja, das haben wir geschafft und darauf bin ich sehr stolz. Ja, wunderbar, sehr. Nun sind ja die Zeitfahrerinnen nicht immer so die ganz großen Freunde der Berge. Vielleicht ist das bei Allgäuer Zeitfahrerinnen ein bisschen anders. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man den Dörpendorfer ein 4. Mal hoch muss und es gibt nicht mal Punkte? Also Emma hat ja gesagt, sie hätte noch eine Runde mehr fahren können. Ich war ganz froh, dass es vorbei war. Und stimmt schon. Also ich bin nicht der perfekte Bergfahrer, aber ich bin hier in Thüringen eigentlich schon immer gut gefahren. Vor 2 Jahren habe ich der Emma hier geholfen, hier zu gewinnen. Und haben jedes Jahr wieder einen Schritt nach vorne gemacht und die Berge hier liegen mir auf jeden Fall. Alles, was länger wird, ist dann schon sehr schwierig für mich.